Freunde der Fotografie, Max Feld hier mit dem nächsten Quick-Tipp. Und zwar gehen wir gleich mal in Photoshop. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein riesen Fauxpas umgehen kann. Das kennen vielleicht einige von euch. Wenn ihr mehrere Ebenen habt, Healing-Ebene, Dodge-and-Burn-Ebene, ihr seht es hier, ich habe es vorhin extra nochmal vorher ausprobiert, kann man Folgendes machen. Ihr kennt das, wenn ihr jetzt mit euren Fingern blind auf der Tastatur seid, ihr könnt da relativ schnell mal eine falsche Tastenkombi drücken. Normalerweise würde man halt, um den Pinsel zu ändern, die Pinselgröße Alt und Control bzw. Steuerung drücken, damit ihr die Härte und Größe ändern könnt. Wenn ihr jetzt aber aus Versehen, was mir nämlich auch recht oft passiert, man mag es nicht glauben, Alt und Command bzw. Steuerung drückt, dann habt ihr hier dieses Zeichen und könntet die Ebene verschieben. Was blöd wäre, weil ihr damit, wie ihr hier seht, eure ganze Dodge und Burn-Geschichte ja, verhunzt. Das zu umgehen ist ganz einfach und zwar, indem ihr, wenn ihr auf dieser Ebene seid, ich habe es jetzt hier in meiner alten Dodge Burn-Aktion noch nicht drin, diese Pfeile antippen. Bam! Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, kann euch das nicht mehr passieren. Es funktioniert nicht mehr. Und warum macht er das jetzt? Wieder dieser typische Vorführeffekt. Also, da. Wusste ich doch. Also, ihr könnt es nicht mehr verschieben. Wie man das Ganze jetzt gleich in seine Aktion mit einbaut, wollte ich euch jetzt noch schnell zeigen. Indem wir sind hier aus dem Schaltflächenmodus raus. Wichtig dafür, dass ihr hier Werkzeugaufzeichnung zulassen antippt. Das ist sehr, sehr wichtig, damit einfach diese Aufzeichnung von dem Werkzeug, was ihr mit dem Werkzeug macht, mit aufgezeichnet wird. So, ich muss aus der Übungsgeschichte nochmal schnell löschen. Wir gehen jetzt hier rein. Ich will das Ganze in Retouch, deswegen tippe ich Retouch gleich an und sage einfach nur hier diese neue Aktion starten. Bam. Die nennen wir einfach Healing. Sagen Funktionstaste F2. Sagen Grün. Ihr könnt natürlich die Funktionstaste auch weglassen oder auf die Taste legen, die ihr gern haben wollt. Bei mir ist jetzt F2 und sage jetzt Aufzeichnung. So, dann machen wir eine neue Ebene. Die benennen wir gleich um, damit das alles so schön korrekt ist. Sagen jetzt, die wollen wir fest haben. Bam. Und sagen, er soll gleich in dieses Werkzeug reingehen. In dies und stoppen die Aufzeichnung. Das war's. Schon habt ihr eine Ebene, die ihr nicht mehr verschieben könnt. Beziehungsweise, ja, so sichert ihr euch dagegen. Jetzt gehen wir nochmal raus aus dem Schaltflächenmodus. Gehen wir in den Schaltflächenmodus rein, das meine ich. So, und jetzt seht ihr hier, in grün, schön, geil, super, cool. Nehmen die mal weg und probieren das Ganze mal aus mit F2. Bam, da ist er. Jetzt auch gleich eingestellt, auch eingestellt. Und schon könnt ihr anfangen, wenn ihr wollt oder auch nicht. Zack, noch schön an eurem Bild rum zu doktern. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Die Tage kommt das nächste. Da probiere ich gerade noch ein bisschen rum, weil einige Leute mich jetzt auch schon gefragt haben, zwecks diesen ganzen Retouch-Panels. Ja, sie sind geil, sie erleichtern, sie kosten viel Geld und mit Hilfe von Aktion könnt ihr diese Retouch-Panels selbst machen. Ich probiere gerade noch ein bisschen rum. Hier seht ihr schon Dutch Burn. Das ist die Dutch Burn-Geschichte, wie sie vom RA Retouch Panel oder auch von dem Retouch Panel von Conny Wahlström genutzt werden. Eine sehr, sehr geile Dutch und Burn-Geschichte. Da komme ich demnächst drauf. Ist halt ein, ja, ist einfach. Besser wie jetzt eine neutrale Grauebene und da dann mit Aufhellen und Abwedlergeschichten. Aber wie gesagt, das kommt demnächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns demnächst.